Guten Morgen, hallo, herzlich willkommen auf der Sunnyside. Heute wird gebastelt, aber wir können heute nicht hier basteln, weil wir machen ein bisschen Holzarbeiten. Holz, Holz, Holz. Heute spielen wir Holzwurm. Und zwar bauen wir ein neues Staufach im Willi, in Willi, im Willi, in Willi. Egal, auf jeden Fall. Unter den Himmel, da wir haben ja so ein Netz mal da reingebaut, das ist nicht schlecht, das ist nicht schlecht. Das hängt allerdings sehr durch und es krümpelt sich so zusammen. Und da bauen wir ein Holzbrett oben hin und daran hängt ein weiterer Schrank auf der einen Seite an unserer Theke, wo dann unsere Lebensmittel reinkommen. Und darunter ist der Kühlschrank und man hat alles so beisammen und man kommt von innen und außen da dran. Das ist der Plan. Jetzt fliegt hier gerade ein Flugzeug lang. Unfassbar. Naja, auf jeden Fall, das Ding ist, Art hat kein Holzwerkzeug. Und gestern war sein Freund Bill hier und Bill hat leichtsinnigerweise gesagt, ich habe Holzwerkzeug. Direkt angerufen, da fahren wir jetzt hin und dann machen wir da richtig schön ein bisschen Holzwurmarbeiten. Also, los geht's. Guck mal hier, wir haben hier alles, was wir brauchen. Wir haben hier alles mit Luftdruck, Nieten, Oberfräsen, Schleifer, Bohrer, Sägen, Zangen, alles. Ich brauche jetzt das hier. Da kommt jetzt ein Brett hin. Das kommt hier drunter. Und ich habe jetzt nur ein Maßband, der Zoll hat. Das ist natürlich alles ein bisschen handicapmäßig, aber kriegen wir auch hin. So, und wir haben jetzt hier, aua. Ich würde sagen, 54,5. Hier kommt der ganze Krimskrams ab. Dann habe ich hier so eine einfache, einen Aluwinkel, Aluleiste. Den niete ich hier oben an die Leiste, dann habe ich hier den Support und dann schraube ich von unten das Brett da drunter. Setz mal richtig gemütlich hin. So. Gehst mit dem Kopf noch weiter nach hinten? Eigentlich nie, aber wenn ich mich jetzt anlegen würde. Okay, der Kopf ist also nicht im Weg. Nee. Drück das mal ein bisschen. Achso, doch, es passt da drunter, es geht nicht drüber hinweg. Das ist gut. So, jetzt habe ich hier meine Halter mit den Löchern. Muss ich ja an fremdes Werkzeug erstmal gewöhnen, ne? Jetzt kommt das Geilste. Eine Airpressed Nietzange. Geil! Geil! Haha!
Das ist einfach das geilste Gerät. Da macht das Nieten dreimal so viel Spaß. Alter, da haust du das auch nicht so in die Fresse und nix. Au! Jetzt die zwei Halter und hier schrauben wir jetzt das Brett drunter. Also hier schrauben wir das jetzt drunter. Wir halten das jetzt mal an und dann zeichnen wir mal die Löcher an. Arbeiten ist einfach anstrengend, muss ich sagen. Aber es geht gar nicht. Ein bisschen schief, aber für die Straßen der Welt. Straßen, ich sag mal, Straßenschreinerei ist das schon echt nicht schlecht. So, wir sind wieder bei Art und heute wird geschliffen, bis der Arzt kommt und lackiert. Was haben wir für einen Lack? Guck mal. Kennt ja dieses ganze kanadische Zeug nicht. Irgendwas wasserbasiertes, klares. Diamond Wood Finish kommt da drauf. Packst das jetzt mal hier zusammen und die nächste Besonderheit hier in Kanada ist, guckt euch mal hier die Schrauben an. Die haben Quadrate. Probiere ich noch was ganz Neues aus und zwar Holz ankleben. Was macht man hier? Step, den wir jetzt noch machen, vor die Fächer hier, vor die Öffnung, kommen hier so Gummibänder, damit die Sachen nicht rausfallen. Und fertig. Ich habe mal ein bisschen recherchiert. Ich habe ein bisschen über die Schraube recherchiert. Das nennt man Robertson-Schraube, weil das hat Robertson erfunden. Und das ist ein rein kanadisches Ding hier, diese Quadrate. Und ich muss sagen, das ist echt ganz cool, weil der Schraubendreher dreht überhaupt nicht durch, wie bei so Kreuzschlitz oder so, dass das dieses macht, sondern das hat immer Grip. Tada! Oh
Das ist eine Harfe. Ja. Jetzt ein Harfenstrahl. Ja. Spiel mir die Harfe. Wenn das nicht so rappelt, kommt jetzt hier in die Fächer Kork. So eine Korkmatte. Echt so. Und die kann man kleben. Ist eine Seite kleben und andere Seite Dings. Andere Seite Kork, auch genannt. Die sieht irgendwie schief aus von hier. Es hängt. Es ist feste und hängt. Und es ist mega stabil geworden. Da kann ich mich dran hochziehen. So sieht es von vorne aus. Eigentlich richtig schick. Ich würde sagen rock solid. Ja. Geht die Tür zu? Ich hoffe, die Tür geht zu. Perfekt. Voll, voll hübsch. Sieht aus wie ein Hundezwinger. Ja. Mäusezwinger. Und man kommt hier an die Sachen, klar. Ja. Natürlich jetzt ein bisschen eingeschränkt. Und man kommt auch noch von innen an den Kühlschrank. Man kriegt es zwar nicht. Ja, man kann ihn nicht mehr end- und beladen. Das kann man schon noch, aber man kann es nicht komplett raus mehr nehmen. Nee, aber dafür kann man ihn jetzt rausziehen. Ja. Das ist an. Alles wieder drin. Alles wieder hergestellt. Plus die neue. Gut, ich muss noch hier die Kabel anschließen. Aber sonst alles wieder da. Natürlich. So, wunderbar. Guck mal, wie schön. Holzarbeiten abgeschlossen. Ja. Und jetzt kommen auch unsere Kisten. Jetzt können wir den Rest machen und dann geht's auch wieder los. Leute, der Weg lohnt sich. Haut auf den Like-Button. Haut auf den Abonnieren-Button. Richtig feste. Vergesst das Glöckchen nicht. Nein. Schaut im Store vorbei. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Genau. So. Tschüss.